Da bin ich wieder. Ich habe die Jalousien geschlossen wegen der störenden Abendsonne. Ich bin ein Kellerkind. Und wir haben jetzt 19:47 Uhr. Ich habe heute noch nicht viele Ereignisse protokolliert. Aber das muss ich protokollieren. Toilettengang. Und ich bin jetzt hier eigentlich bei 3 Bier angekommen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das habe ich auch gleich. Schenken dann gleich nach. Schau dann, ob die 4 Kühlelemente ausreichend sind. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte mal diese Bordlogik hier ausprogrammieren. Mache mal einen Loop. Der gibt einfach unendlich dieses Board aus. Und jetzt verwende ich wieder meine berühmte Actually Library, Cargo Add Actually. Die macht nicht viel. Die kann einfach eine Eingabe machen und entgegennehmen. Und das wollen wir jetzt entgegennehmen. Wir müssen uns überlegen, wie das Spiel abläuft. Let multiplayer gleich. Ja, nicht nur das Board, wir haben noch Black und White. Und der Player ist einfach mal White. Und am Anfang jeden Zug sagen wir Let Player gleich Match Player. Wenn der Black ist, wird er zu White. Und wenn er White ist, wird er zu Black. So switchen wir den Spieler. Können es auch am Ende des Loops machen, kommt nichts darauf an. Jetzt haben wir einen Spieler. Und jetzt rufen wir den auf. Er soll eingeben, was er für einen Move machen soll. Will, muss, kann. So, egal. Let's, nehmen wir es mal. Move können wir nicht verwenden. Row call, input, frontline. Player, nein, es ist kein Makro. Ist hier noch Format Player. Ja, ich fordere jetzt nicht genau auf. Ich möchte einfach mal selber spielen können. Muss nicht wahnsinnig benutzerfreundlich sein. Player, Player. Mach mal was. Und es gibt es einen String, einen geownten String. Ich mache noch hier unwrap, weil ich verlange eine Eingabe, sonst stürzt das Programm ab, wenn hier jemand schafft, nichts einzugeben und trotzdem Return zu drücken. Keine Ahnung, wie es gehen soll. Solche Fragen stelle ich mir jetzt nicht mehr. Bekomme jetzt einen Wert. Einfach ein Beispiel. Oder, ja, so ein A3 oder sowas. Nein, ist blöd, komm. Der weiß dann schon, was machen. Ich bin jeder Einzige, der spielt. Aber man muss realistisch sein. Roll Call. Habe ich jetzt Roll Call geschrieben? So, es geht abwärts mit mir. Wir sinken. Also jetzt gibt er Ihnen etwas ein. Und jetzt Regex will ich jetzt nicht machen. Das wäre ein bisschen mühsam. Das ist schön an Rust, kann einfach, also ML-Sprachen. Row Call. Kann ich es rein indexieren? Keine Ahnung. Aha. Gleich Row Call. Also Charaktere. Let Row gleich Row Call 0. Das sind jetzt UTF-8-Zeichen. Row Call 1. Und wenn er blöd genug ist, das falsch einzugeben, ist er halt selber schuld. Das ist mir jetzt eigentlich recht egal. Kümmern wir uns jetzt nicht darum, leben wir im Moment. So ein bisschen New Age noch. Versucht es einfach mal auszugeben, was der eingegeben hat. Sicher sein, dass da nichts verloren gegangen ist. Let Printline. Also ich habe gemerkt, wenn man einen Schluck nimmt und dann aufsteht, dann also erst mit dem Aufstehen und Herumgehen fängt es an zu wirken und verteilt sich das Ganze im Blut. Protokolliere ich auch. Urf.
Feststellung erster Schwindelgefühle. Wie auch immer, wir nehmen einen Input entgegen. Run. Oh, geht gar nichts. Value of type chars. Was ist jetzt das? Vielleicht muss ich noch collect machen und dann sagen, es sei ein Vektor von Character. Das funktioniert nicht. Ah, doch, das funktioniert. Was anderes? Ah, private constant. Pub constants. Machen wir die publik. Nächsten Fehler. Teil 11. Irgendwo ein Semikolon vergessen. Nächster Fehler. Jetzt hat er einen geownten String bekommen, möchte einen String Referenz. Referenzieren wir es. Nächster Fehler. Dieses Matching ist nicht ausreichend genug. Ja, das kann gar nicht sein hier, aber was soll's. Panic. Panic ist ein Makro. Help use double column, bin ich noch zu faul, einen Doppelpunkt zu tippen. Player X, A4, X, B1. Das funktioniert. Nur wäre es noch schön, wenn wir zuerst das Board ausgeben würden, bevor wir dann irgendwie den Spieler zu etwas aufrufen, wo er dann blind agieren muss. Jetzt kann er das eingeben. Nehmen wir da einen Eröffnungsmove als X, machen wir C2. Ja, das ist nicht gemoved, aber wir können mal was eingeben. Jetzt die Frage, wie wir diesen Move an den Spieler geben. Das Frontend muss selber umrechnen. Die Row minus A, S, use, was ist jetzt Row Call? Das ist ein Charakter. Ah, gibt es ein Charakter ein? Sollen ein Charakter? Sollen ein Charakter Code draus machen? S, useize. Nein, U8. Tun wir mal so, als ob wir ASCII hätten, weil Car Unicode sein könnte. Aber nein, lustig ist ja, das eine wollen wir konvertieren zu einer Zahl, also die Call ist eine Zahl, ist numerisch zu sehen. Und das wollen wir jetzt parse zu einem U8 machen oder so. Und die Row, das soll auch eine U8 oder U-Size. Soll weiß ein U-Size sein. Aber hier haben wir einen Character. Interpretieren wir den als U8. Hier erwarten wir dann eine U-Size. U-Size. Machen wir das mal. Also es wäre jetzt die zum Beispiel A minus A. Auch als U8 ASCII. Das ist das Offset, das ist dann die Row, das sollte eigentlich stimmen. Ja, hoffen wir es mal. Das ist jetzt mit Indiz zu tun, funktioniert natürlich nicht. Math not found in car. Ja, ist ja kein String. Ja, ist auch schöner symmetrisch. Call 1. Sollte ich eigentlich machen. Das ist ein Buchstabe. Und jetzt sagen wir einfach minus 0 SU8. Statt parsen einfach auf der ASCII-Tabelle etwas rumwursteln. Warum kann ich ein into machen? SU-Size ist expliziter. Wenn ich da zum Beispiel C3 auswähle, habe ich dann 2,3, also C012, das stimmt, das haben wir schön umgerechnet.
nicht ganz intuitiv vielleicht, aber ich als C-gestellter ehemaliger Berufsschüler, ich bringe das fertig. Wie ich auch diese Maß hier fertig bringe. So 10 Minuten im Video, guter Zeitpunkt mal nachzuschenken, weil wir haben ja das hier korrekt parsen können. Habe keine Kürzel. Mal stagen und dann jetzt das Ereignis dokumentieren. 57 Uhr, erste Maß. Macht da SZ-Lig. Maß geleert. Nur schnell, es gibt ja im Schweizerdeutschen oder im Schweizerischen Hochdeutsch unterscheidet man Maß und Maß nicht. Ja, ist gleich offenbar. Aber im Hochdeutschen unterscheidet man das sehr wohl. Maß und Maß. Und das ist dann relevant, wenn man unterscheiden will zwischen in Maßen, also Maß. Ich mache es jetzt Schweizerdeutsch. Maßen trinken versus aus Maßen trinken oder in Maßen. Und im Hochdeutsch wäre es dann in Maß. Maßen trinken. Wer trinken versus in Massen, in Massen trinken. Also die Masse, das heißt viel, und Maß oder Ausmaß wäre dieses einerseits, das heißt gar nicht, wie man das schreibt, aber die Unterscheidung ist wichtig. In Maßen trinken ist das, was die Mutter sagt, wenn man in jungen Jahren sich des Abends auf die Straße begibt. Und in Massen trinken, das ist eher, wenn man viel trinkt. Also hätten wir noch einen kleinen sprachlichen Einschub vor dem Nachschenken. So, das Bier noch herrlich kühl. Ich glaube, ich kann das Ziel heute erreichen. Ich werde nicht alles perfekt ausimplementieren können. Aber ich denke mal, wenn ich die Steine drehen kann und das interaktiv spielen, denke, die Siegerkennung können wir uns sparen. Das lasse ich dann als Hausaufgabe. Mal schauen, wie weit das Bier reicht. Ich habe im Kühlschrank noch ein anderes Sixpack, aber ich muss morgen noch arbeiten. Wir müssen ein bisschen Zurückhaltung üben heute. So, jetzt ein bisschen mehr Schaum. Sieht ein bisschen kümmerlich aus hier. Ja, immerhin. Ich trinke Bier und nicht Schaum. Ja, dann zum Wohl auf den zweiten Teil. Alles geleert. Und dann um 20.00 Uhr nur noch diesen kleinen Sprachenexkurs habe ich dann nachgeschenkt. Ich bin mal optimistisch, dass ich hier die 6 Bier schaffe und nicht vorher ins Koma falle. So, jetzt haben wir mal das entgegengenommen, geparst und so weiter. Jetzt ist die Frage, if board.isValidMove, row call player, dann to do apply move. Jetzt können wir hier ein bisschen, weil hier ist ja nicht so, hier kann man gut mal einen falschen Move machen. Macht dann einfach mal hier einen Loop drüber. Is valid move. Apply move. Macht dann einfach wenn es kein valid move ist, macht er continue. Man muss halt wieder einlesen und sonst machen wir move row call player irgendwie so. Funktioniert das? Unreachable Statement, das wird nie passieren. Das war zum Debuggen gedacht.
Und was wir dann noch einführen müssen, schauen, ob das Board voll ist, Siegbedingungen, aber ich denke, so lange spiele ich es eh nicht heute. Ziel, dass wir noch diese Apply-Move-Funktion TDD-mäßig umsetzen. Das sind doch Ihre Ziele. Und ich denke, dafür unterbreche ich schnell das Video, nehme noch einen Schluck. Dann schauen wir gleich weiter, wie wir das anstellen wollen. Bis dann.